Mannsweib. Schwuchtel. Kampflesbe. Pussy. Lesbensport. Schwule Sau. Das haben Sie sich alles schon anhören müssen. Laura Freigang, eine der besten Fußballerinnen Deutschlands, und Alexander Arnold, Fanbeauftragter bei Zweitligist Darmstadt 98. Da kämpft er gegen Hass, Hetze, Homophobie und Queerfeindlichkeit, ist seit 2015 Ansprechpartner für sexuelle Vielfalt. Und die beginnt nicht erst mit dem Coming-out eines Profis. Es geht um Sichtbarkeit. Die Leute sehen, alles klar, homosexuelle Menschen gehen ins Stadion, homosexuelle Menschen gehören zum Fußball. Zu seiner Arbeit gehören deshalb auch Aktionen im Stadion oder vermeintlich kleine Zeichen, wie die Binde in den Farben des Regenbogens. Der Regenbogen ist das Zeichen für Vielfalt, für Stolz, dass man auch stolz darauf sein kann, schwul, lesbisch, bi, trans zu sein, dass man sich dafür nicht verstecken muss. Auch nicht im Profifußball. Aussagen wie die von Weltmeister Philipp Lahm aber machen die Arbeit schwierig. Er hatte Fußballern vom Coming-out abgeraten. Wenn es nie einer macht, dann diesen Schritt, dann bleibt es immer schwierig. Auch weil zuletzt immer wieder vom Männersport Fußball die Rede war. Von Härte und Männlichkeit. Aber warum eigentlich? Gerade schwulen Männern, das ist jetzt natürlich ein super Klischee, wird ja dieses männlich sein, hart sein oft abgesprochen. Ich glaube, da liegt auch irgendwie der Hund begraben und ein großer Teil der Wahrheit. Dass Fußball nicht ausschließlich männlich, dafür aber ziemlich gut sein kann, zeigt Laura Freigang von Eintracht Frankfurt. Ihr Privatleben hält sie aus der Öffentlichkeit raus. Und wer wen liebt, ist im Team eh kein Thema. Also bei uns persönlich und in allen Mannschaften, in denen ich gespielt habe, bis jetzt war das auf jeden Fall so. Ich habe das Gefühl, dass es nicht nur in der Liga, in den Teams, zwischen den Teams, sondern auch in der Fangemeinschaft so ist. Der Frauenfußball ist eine der tolerantesten Gesellschaftsgruppen, die ich kenne. Jeder wird akzeptiert, egal was, egal welche Sexualität. Und das macht aus einem Menschen ja nicht weniger Mensch oder aus einer Frau nicht weniger Frau und aus einem Mann nicht weniger Mann, welche Sexualität er oder sie hat. Bei den Fußballerinnen ist das selbstverständlich, genau wie der Kampf für Akzeptanz und Toleranz. Wenn wir vorne weg gehen können, warum gehen wir nicht vorne weg? Warum schaffen wir nicht den Space? Wir sind alle Sportler. Vielleicht können wir in der gewissen Weise auch zusammenhalten und zeigen, dass wir da füreinander da sind. Bei der Aktion des Magazins Elf Freunde ist die Eintracht deshalb auch dabei. Über 800 Spielerinnen und Spieler zeigen da, ihr könnt auf uns zählen bei eurem Coming-out. Und vielleicht gibt's dafür dann ja auch Komplimente. Mutig. Mentalitätsmonster. Toller Typ. Zweikampfmaschine. Stolz. Torjägerin.